Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Royal Revolt 2. Der Blitz ist gerade connected, Blitz hoch da unten. Und kann ich noch ein bisschen den Chatverlauf, den wir geschrieben hatten. Da ihr ja bei der Bewerbung, habe ich vorhin mal den Admiral Awesome gefragt, der sich hier der Captain Dashi, der sich beworben hatte, da ihr in die Bewerbung nichts reinschreiben könnt, außer halt bewerben oder nicht bewerben, also ihr könnt nichts reinschreiben, muss ich die Leute ja immer von dann fragen, ob sie wirklich meine Zuschauer sind, damit sie wirklich keinen Leuten den Platz wegnehmen, weil sie unberechtigterweise hier drin sind, und dann habe ich meistens immer nachgefragt. Und ja, der Blitzo ist einer meiner Zuschauer, hat heute sogar schon unter einen Royal Revolt oder das Royal Revolt angespielt geschrieben gehabt. und noch was Lustiges zum Blitzo. Er ist ja seit wann ist er denn mal in unserem Clan drin, in unserer Allianz drin? Vor 7 Stunden wurde er Mitglied einer Allianz, ich weiß nicht, keine Ahnung, wann das genau war, vor 7 Stunden, sagen wir einfach mal. Und dann einmal das Community hier, die Historie. Wer mich angegriffen hat, war der Blitzer gewesen vor 9 Stunden. Der hat mich ernsthaft angegriffen, bevor er zu meinem Clan gejoint ist. What the fuck? Ja, der hat sogar einen Heilzauber mitgenommen für Juwelen. Und ja, wenn man hier raufklickt als Information, sieht man auch, er ist in Dark's Army drin, bei meinem Clan. Hat insgesamt gerade 2000 gespendet. Und ja, das ist er. Also er hat mich wirklich angegriffen. Das heißt also, die Chance, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass ihr mich angreifen könntet. Gehe ich mal stark von aus. Ja, und vor 3 Stunden habe ich mich noch einmal angegriffen gehabt, habe mir 10.000 Gold gestohlen. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Weil ich habe ja so viel in meiner Schatzkammer aktuell drin. 250.000. Ich würde sagen, wir machen erstmal die ganzen Dinger fertig hier. Da haben wir noch die Burgwache, haben wir noch fertig. Taverne fertig. Fallturm, Barrikade und noch ein Fallturm. Und der eine Fallturm wird noch ausgebaut. Wunderbar. Dann haben wir jetzt also hier... kann man den noch upgraden? Kann man noch. Wunderbar. Der ist, glaube ich, schon Stufe 5, genau. Ich habe ab und zu mal ein paar Brötchen mitgenommen gehabt und ein bisschen angegriffen gehabt. Aber ich glaube, ein, zwei Angriffe oder so habe ich gemacht gehabt. War jetzt nicht unbedingt sehr viel. Von der Taverne. Gut, dann würde ich guck mal einfach mal, ob wir noch was upgraden können. Burg, das ist leider nicht. Schade. Hier ist sicherlich noch was, oder? Also das schon mal nicht, aber die Wellen. Ah ja. Da wir das Ding geupgradet haben, haben wir jetzt eine Welle zusätzlich bekommen. Oh Gott. Oh Gott. Also wir haben jetzt schon so viele Wellen. 4 Wellen. Zumal die auch noch nicht alle Level 5 sind, ne? Alter Schwede. Okay, also die Welle sind wirklich das. Ich glaube, die Welle sind wirklich das Schwierigste von allem. Aber es ist auch wirklich sehr stark. Also das sollte man nicht unterschätzen. Die Defense von den ganzen Dingern. Wir haben jetzt nämlich auch Froster. Oder? Glaube ich schon. Wir haben jetzt die Kaserne geupgradet gehabt und zack, wir haben Froster entsperrt. Yes! Der Froster schwebt überfallen und ist enorm effektiv gegen alle gegnerischen Einheiten, indem er sie erstarren lässt. Kann man nicht mehr upgraden? Okay. Also das ist also die Maximalstufe. Den kann man aber upgraden. Genau, weil der aufgestuft wurde, die Kaserne. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal den Ritter. Und werden direkt mal in unserer Burgwache. Ne, hier. So. Kann ja nicht sein, dass keine Magier drin sind. What the fuck? Der braucht 3. Okay, dann nehmen wir 2. Wow. Okay. Ich glaube, das war fair gewesen. Das eine hätte ich mit Dings auswechseln müssen. Mit einem Bogenschützen. So. Fallen Ritter. Zu viele Ritter. Zu viele Ritter. Und auch ein Paladin zu viel. Ich nehme jetzt 2 Dings mit rein noch. 2 Froster. Weil die sind so krass, diese Magier. Das ist unfassbar, wie stark die sind. Und gerade bei so einer riesigen Welle hier mit 2 Paladinen, einem Bogenschützen und so weiter, ist das wirklich nicht zu missachten. Ich werde überall Froster reinchecken, weil die sind so lächerlich. Okay, da werden wir auf jeden Fall den rausnehmen. Und einen Froster mit reinpacken. In jede Welle auf jeden Fall Froster mit rein. Und einen Bogenschützen, da kann man hier noch ein Dings reinpacken. Überall einer. Und alle 32 Sekunden kommt jetzt also eine neue Welle. Das ist auf jeden Fall sehr schön. 6 Bauarbeiter frei. Schatzkammer kann man ausbauen. Gucken wir erstmal, was wir das ausbauen können. Dann wollen wir das nämlich auch ausbauen. Ich habe gerade noch vorhin beim letzten Mal... Warte, erst hier gucken. Okay, können wir fertig machen. Weiter. Hier die Verstärkung und den Schlachtruf freigeschaltet gehabt, weil ich glaube, die hatten wir zusammen nicht. Da hätte man raufklicken müssen, damit das freigeschaltet wird. Ja, Schlachtruf haben wir einmal extra für deine Einheiten. Sie werden schneller, machen mehr Schaden und sind immun gegen Panik und Verlangsamung. Der Einsatz von Schriftrollen in der Schlacht kostet Juwelen. Und die Verstärkung
Ein unmittelbarer Ruf nach Verstärkung und der Einsatz von Trifton in der Schlacht kostet Juwelen. Das heißt, also ein paar Einheiten kommen anscheinend dazu. Und das Interessante jetzt, wenn wir den Zauberturm auf Stufe 5 haben, können wir für Perlen Zauber machen. Und zwar einmal der Portal. Platziere ein Portal und für eine Zeit lang werden alle neuen Einheiten an diesem Ort erscheinen. Das ist ziemlich gut, weil ich werde einfach mit meinem Elden vorrennen an die Burg und werde dann dort einfach das Portal rufen und alles zerstören. So einfach ist das. Ja, und viele Zeitkrümmer und Armageddon gibt es auch noch. Und das, die ersten vier sind halt mit Juwelen. Die letzten drei mit Perlen. Auf jeden Fall sehr cool. Okay, was kann man sonst noch abgeben? Das kann man nicht mehr abgeben, ne? Genau. Okay. Diese müsste Stufe 5, müsste ja alle schon Maximum sein. Richtig, dann gucken wir gleich mal alle Stufe 5. Ne, die wird noch ausgebaut, aber. Farm alle Stufe 5, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt nichts mehr wirklich was zum Ausbauen, außer hier die Wellen und so weiter. Aber das machen wir halt nebenbei. Kann man halt leider nicht parallel machen, das ist schade. Werkstatt kann, glaube ich, auch nicht höher, genauso wie die Bau... Die hatten wir aber, glaube ich, schon geguckt. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht gucken. Frostturm vielleicht noch? Nö. Gut, das heißt also, die ganzen Gebäude haben wir fertig. Das heißt, wir müssen nur noch die Barrikaden und weiß ich nicht, alles hier upgraden. Alle sind aber wirklich gut teuer, muss ich sagen. Dann müssen wir die ganzen kleinen upgraden. Oh, Level 2 Falle, wie süß. Barrikade. Nächste Barrikade. Okay, 50.000 Gold. Ist jetzt nicht ganz so teuer. Aber hier die noch. 25.000 Gold. Aber beschäftigt halt unser Bauarbeiter. Das ist schön. Okay, hier haben wir 5 neue Achievements. Guck, wie viele. Okay, 2 Bauarbeiter haben wir noch. Das ist schön. Verbesserte Kaserne. Hol dir Froster 5 Juwelen. Verdiene 50.000 Gold mit deinen Tavernenkämmer. 10.000 Gold dafür. Verdiene 5 Millionen Gold mit deinen Tavernenkämmer. 100.000 Gold dafür. Verbessere deine Verteidigungstürme 20 Mal haben wir gemacht. Nutze alle deine Moralpunkte in 4 Verteidigungswellen haben wir auch schon gemacht. Und das ist auch schon fertig. Und ausgerüstete Zauber 3, 500.000. Das ist auch schon fertig. Wunderbar. Jetzt sollten wir keine mehr haben, richtig? 2 Arbeiter. Würde ich ehrlich gesagt gerne an das Ding auch noch reinhauen. Müssen wir später machen. Einen werde ich hier noch reinhauen. Ein Bauarbeiter 150.000 Gold. Und den anderen werde ich dann hier in diese Burg, in die Moraldings hauen. Nicht hier, sondern hier. Hier an so ein Upgrade reinhauen. 250.000. Damit das Gold so ein bisschen benutzt wird dort. Okay. Aktuell, wie sieht es bei der Bronze Liga aus? Bin ich Platz Nummer 1 mit 2153 Medaillen, kriege 25 Gems, wenn ich gewinnen sollte. Und ich würde sagen, wir greifen einfach mal den an, oder? Angriff? Ist er online? Ach, wunderbar, ist er nicht. Wir können ihn zerstören. Wir können ihn zerstören. So, auf geht's, meine Freunde. Wenn man gleich mal hier direkt die Feuer, mein Feuer benutzt, das ist so krass, dieses Feuer, echt Wahnsinn. Angeblich soll es den Barrikaden nicht so viel Damage machen, aber es macht so unglaublich viel Schaden. Na, böse Bomben. Zurück mit euch. Okay, eine Bombe ist, ja. Konnte ich jetzt leider nicht verhindern, die eine Bombe. Aber was soll's. Ich muss schon sagen, dieser Flammenzauber ist schon eine ziemlich krasse Sache. Oh, 2 Feuertürme. 2 Zwergtürme. Bam. Ich kann ganz allein mega viele Tower zerstören. So krass. Okay, der hat noch keine Frost, das ist gut. Vergiften. Sehr schick auf jeden Fall. Achso, wir können. Habe ich beim letzten Mal rausgefunden, man kann ihn irgendwo hinschicken. Also einfach irgendwo hintappen oder hinklicken. Und der läuft dann automatisch, dann hat man Zeit, auf jeden Fall die Einheiten neu zu rufen. Wenn man sie dann bräuchte, kann ich zum Beispiel neue Einheiten wieder rufen. Lalala, brauchen wir jetzt natürlich aber nicht mehr. Und ja, schön zerstört den Gegner. Da kommen noch ein paar Gegner raus. Anscheinend nicht. Ja, das sind wieder 40.592 Gold gewesen. Dann kriege ich noch die 3 Kisten und noch einen Allianz-Gold-Bonus von 6%. Und ordentliche Erfahrung, glaube ich, ja. Level? Ah, noch nicht ganz das Level, ist ja ärgerlich. Aber wieder 132 Dings dazu, Medaillen. Oh, kann doch nicht sein, ey. Jedes Mal verkacke ich's. 42.000 Gold, wäre eh nicht übel gewesen. Und ich habe noch was aufgeschrieben gehabt, was ich beim letzten Mal gemacht hatte. Und zwar habe ich mir durch die Angriffe, durch die Kiste, einen neuen Umhang erspielt. Und zwar diesen hier. Vorher hatte ich den hier gehabt, den verstaubten Umhang. Jetzt habe ich einen klassischen Umhang. 521 Befehlskraft. Ist schick.
Ist schick, 170 Befehlskraft dazu. Gefällt mir. So, die Verteidigungswelle ist erst dann fertig. Und ja, muss mal gucken. Wenn ich auf jeden Fall 250.000 Gold raus habe, habe ich noch 200.000 Gold, wovon 50.000 Gold geklaut werden könnten. Würde ich jetzt nicht weiter angreifen, aber ich greife weiter an. Und ich werde auch mit dir angreifen. Ich weiß gar nicht, haben die Dings verloren? Nee, ne? Ne, die verlieren. Kann ich die theoretisch nochmal angreifen? Kann ich, aber es gibt weniger Beute. So, der Jesus Hunter, 51.000. Her damit. Das ist einer, der kaum Defense, aber halt viel. Der hat auch. Er ist auch kein Dings drin, kein Clan drin. Und keine Allianz. Hat halt nicht wirklich viel. Das ist, ja, okay, den Angriff kenne ich, da habe ich halt schon mal angegriffen gehabt. Vor kurzer Zeit. Das ist so geil, wie die alle wegburnen. Das ist schon echt erstaunlich hier. Die Zauber machen so viel aus, teilweise ist schon enorm. Er hat sehr viele Bombentower. Ja, ich muss natürlich mal mit meinen Einheiten bleiben, damit die nicht explodieren hier. Die Bomben. Ja, meinetwegen können sie jetzt da hinten rumgammeln. Giften! Batsch! Und jetzt werden wir 2 Sterne kriegen, richtig? Ich glaube, die 2 Sterne kriegen wir immer entweder, wenn wir so die Hälfte oder so einen bestimmten Teil des Pfades gelaufen sind. Oder wenn man eine bestimmte Anzahl an Verteidigungswellen zerstört hat. Kann auch sein. Ja, wenn ich die Burg wegbrenne. Er hat 50.000 Gold für mich, das ist eine super Sache. Oder wenn ich alle Verteidigungswellen zerstört habe, das kann auch sein, weil kommen gerade keine mehr. Keine Verteidigungswellen mehr. Sieg! Kling! Und jetzt sind wir Level 20. Tada! Level up, jetzt kriegen wir wieder einen Schaden dazu. 23 HP und 13 Befehlkraft, 54.000 Gold und die 3 Kisten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da war was Schönes gewesen. Ein schöner grüner Umhang mit 514 Befehlskraft, die glaube ich sogar weniger ist als das, was wir haben. Tja, doof gelaufen. Ich kann nur noch einmal angreifen. Einmal könnten wir noch. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch einfach mal wieder so ein Dings hier mit. So eine Diamantgruft. Genau, haben wir wunderbar schon freigeschaltet gehabt. 18.000 Gold in der Goldmine. Ich hätte auch hier unten hinlaufen können, ne? Ja. Also entweder Diamantgruft. Die Goldmine möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht angreifen. Deswegen lasse ich die auch mal, weil das ist eine schöne, schöne Goldreserve. Die meisten Golddinger versuche ich zu lassen, wenn es möglich ist. Ich glaube, das ist das vorige Level. Aber da wir ja keine Bauarbeiter haben, können wir das leider nicht ausbauen. Doch, Hammer. Wie komme ich drauf, dass wir keine hatten? Ach stimmt, wir hatten keine. Ah, jetzt weiß ich wieso. Wir konnten in der Burgwache nun nicht mehr machen. Heißt ja aber nicht, dass wir hier nicht weitermachen können. Mit dem Arbeiter. So, dann würde ich sagen, nehmen wir uns das noch mit. 35, das ist recht günstig. Das sind hier 5 Tower, 2 Barrikaden, eine Falle und dafür kriegen wir 8 Juwelen. Einfach mal angreifen, 35 Brote. Was soll's, ist ja nicht viel. In der Diamantengruft. Ich glaube, hier sind aber auch einige Bombentürme dabei. Ich gehe mal hier hinten lang. Ich sie wegburne. Das ist schon echt fieser Schaden, muss ich sagen. Burn, burn. Ja, Gold gibt es ja natürlich nicht viel. Das ist einfach, guck mal, der Befehlsruf. Go, go! Ich weiß immer noch nicht, was es macht. Er motiviert meine Einheiten. Sieg! Okay, was kriegen wir? Ganze 8 oder 2 Gold. Wahnsinn. Und 113 Medaillen. Sehr schön. Und unsere schönen... Genau, 8 und 8 Juwelen. Sehr schön, sehr schön. So, entweder geht's hier lang. Das geht nur da lang, ne? Werden wir trotzdem erstmal freigraben. Damit wir das schon mal haben. Wie lange dauert es? Immer noch 3 Sekunden? Oh, 3 Minuten. Das, diesmal dauert schon ein bisschen länger, ne? Das dauert immer ein bisschen länger. Immer weiter länger dauert es hier.
Müssen wir wahrscheinlich ganz unten ankommen. Vor allem, wie weit es hier runter geht, ne? Hier ist die Kammer des Behemoths. Ich habe sie gefunden. Oh mein Gott, Alter, das ist ja Ewigkeiten bis da runter. Also hier nochmal Kammer des. Achso, wir sollen nur die erste anscheinend schaffen. Dann kriegen wir den Oger. Und die schöne Mumie hier. Was können wir hier? 4 Millionen Gold. Wahnsinn. Einen speziellen Gegenstand. Da freue ich mich auch schon wirklich drauf, auf die speziellen Gegenstände des jaulendes Joch. Ey, diese, ich weiß nicht, ob das Türme sind oder sowas. Aber wenn man mal den ersten anschaut, der hat aber diese ganzen lilanen ganzen Dinger da, die wir gerade auch gesehen haben. In der Rangliste. Die 1, wenn ihr die mal. Ne, warte, falsches. Angreifen wollt. Dann seht ihr teilweise wirklich nur diese ganzen Lilien. Hier seht ihr auch diese Verteidiger. Ach, das sind natürlich sind das die Einheiten. Aber hier auch so Verteidiger-Türme. Achso, das sind die Elite-Boosts, kann das sein? Kann das sein, dass die Elite-Boosts sind? Und ich kann trotzdem kaum verstehen, 37.000. Ah, genau, wir müssten natürlich mal was austauschen hier. Warte mal ganz kurz. Wir werden auch mal einmal einen angreifen. Jetzt aber die Frage, ich denke nicht in den Bogenschützen raus, weil der ist, fand ich nicht immer so toll. Da finden wir den Frost damit rein. Und ja, ich würde sagen, greifen wir mal an. Haben wir noch 66 Brot? Wunderbar, haben wir. Dann würde ich sagen, nehme ich gleich mal ein paar Frost damit. Die sind natürlich nur gegen die Einheiten gut, aber egal. So, zack. Zack, zwei Frost. Also die sind nicht schnell, wa? Sollen wir die Einheiten töten? Bam! Alter, wie eine zerstört werden. Aber die greifen auch den Tower an, ne? Ist ja klar. Machen zwar nicht ganz so viel Schaden, aber immerhin ein bisschen was. Okay, das sind also meine Froster. Die macht das natürlich nichts aus, weil sie einfach drüber schweben können. Stand ja auch schon da, dass sie einfach über die Dings drüber schweben können. Schauen wir mal, ob es hier gleich noch eine neue Welle gibt. Kann man den Froster zeigen, was sie darauf haben? Da sind sie. Nju. Das kann ich ja auch. Bam, zack. Ihn zerstören. Ja, das sind die Froster. Kann man natürlich auch zum Angriff mitnehmen. Deswegen nehme ich auch mit, weil die Bogenschützen, weiß nicht, die Bogenschützen fand ich bisher immer noch nicht so doll. Das sind die Froster um einiges besser, meiner Meinung nach. Burn, burn. Was? Ich habe eine. Achso, ich habe den Tower hinten ausgelassen. Entschuldigung, hier ist noch links ein Tower. Den habe ich ausgelassen gerade. Schade, dann zeigt mir mal ein bisschen Gold bekommen. Aber egal. Ich bin trotzdem wieder 170. Ich weiß nicht, keiner, denke ich mal, kann mir noch das Wasser reichen. Oh, ich habe Brote bekommen. 50 Brote, 4000 Gold und. Tja, da waren 36.000 Gold drin gewesen. Aber egal. Muss man echt aufpassen, dass man nicht auf Auswählen auf Erneut versuchen drückt. Wenn man die ganze Zeit klicken will, jetzt gar nicht voran, das geht nicht voran. Ja. Einfach mal doppelt so viele wie der hinter mir. Und ich glaube, in der Liga, in der Bronze-Liga ist es noch nicht wirklich hart umkämpft. Da gibt es auch noch nicht so viele Juwelen. 25. Ist natürlich eine ganze Menge 25 Juwelen, also so wenig ist das jetzt nicht. Ah ja. Aber es sind 25 Juwelen, ne? Super. Okay, 30.000 Gold, lassen wir jetzt erstmal. 500. Ach, ja, 537.000 Gold, ist ja Wahnsinn. Man muss gleich mal wieder Tower ausbauen. Direkt Tower ausbauen. Und zwar, der wird ausgebaut. Dann werden wir hier den nächsten. Also alles so günstig. Fallturm Level 4, Fallturm Level 5 noch ausgebaut. Alle so günstig. 50.000 Gold. Na gut, dann werden wir hier erstmal 150.000 Gold reinpacken. Und wenn ich dann habe, werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich die nächsten Dinger upgraden. Also wundert euch nicht. Ich werde es wahrscheinlich aufschreiben, was ich mir upgraden werde. Und dann, ja, sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Part wieder. Von Royal Reward noch ein bisschen die Brote mitnehmen hier aus den Farmen und aus den Tavernen das Gold. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wobei, kann man ganz kurz noch gucken. Hier ist noch ein bisschen was drin gewesen, aber es ist nicht so interessant gewesen, so wertvoll. Deswegen habe ich das meistens mal gelassen. Und ja, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.